So, da bin ich wieder. Sorry, musste aber echt dringend einmal los. Jetzt geht's aber weiter, hoffentlich ohne weitere Störungen. Gucken. Oh, ja, auf ganz Vorsicht, du Buffy. Ah, okay, so kann ich auch den Fernangriff machen. Ah, okay, das geht auch mit 1, 2 geht auch mit links, linker Maus und rechter Maus, das ist gut. Ein leuchtendes Ei. Aber ich weiß nicht, wo jetzt hier. Goldene ist wahrscheinlich immer ganz oben, ne? Da haben wir es. Andromeda Mottenkokon. Okay. Na gut. Wir wollten jetzt weiter zu Chopper an den Bernsteinhafen. Da wollte ich gerade mal gucken, wo wir da ein bisschen runterkommen. Hier am besten wohl. Ja, hallo. Und mit denen kann ich jetzt wieder reden, oder was? Die anderen haben mich gerade alle angegriffen. Na sowas. Seid ihr gekommen, um auch nach dem Stein zu suchen? Lasst euch besser nicht von der Marine erwischen. Nee, ich weiß wirklich nicht, was für einen Stein die meinen können. Und oh, guckt euch mal die Sunny an. Ach ja, hier ist die schön. Das nenne ich mal ein Schiff. Nicht ins Wasser, Waffi. Das wäre ein bisschen blöd. Ein bisschen. Na, da ist Chopper. Chopper, ist die Sunny seetüchtig? Ich weiß nicht, für mich sieht sie okay aus, aber Frankie muss sie sich mal ansehen. Gut, dann sollte ich wohl besser schnell zu den anderen. Chopper! Ich bin hier, um zu helfen. Wo ist der Verletzte? Jetzt, wo du es erwähnst, ich sehe ihn nirgends. Er muss sich irgendwo im Hafen verstecken. Wir haben ihn zuerst im westlichen Teil des Hafens gefunden, also ist er vielleicht dort in der Gegend. Wir müssen ihn finden, bevor es zu spät ist. Ruffy, Jan, helft mir, ihn zu suchen. Okay, dann teilen wir uns auf und suchen nach ihm. Den verletzten Piraten finden. Wo komme ich da schon drauf, irgendwie auf die Sunny? Muss ich mir natürlich einmal anschauen vorher. Na, guckt euch das mal an. Komme ich hier schon irgendwo rein? Sind das überhaupt Türen? Glaub nicht, ne? Vielleicht mal vorne gucken, wenn dann. Hier, müsste es hier nicht zur Küche reingehen? Naja. Schauen wir mal später. Na, komm hoch. Oh, Vorsicht, nicht ins Wasser. Okay. Schauen wir mal. Oh, kommen wir hier schon irgendwie hoch? Nee. Gehen wir mal den verletzten Piraten suchen. Ich hoffe, wir werden dabei nicht wieder angegriffen. Geht's hier rein? Hier unten? In dieser Gegend scheint er nicht zu sein. Zum Hafen kommst du durch diese Höhle. Wenn du zur Westseite des Hafens willst, ist es schneller, die obige Route zu nehmen. Okay, also nicht hier unten lang. Ich möchte trotzdem einmal hier kurz looten. Dann gehen wir doch mal oben rum. Da sieht mal einer an. Hallo, Leute. Nicht mehr angreifen? Irgendwie werde ich aus denen nicht schlau, muss ich sagen. Wenn ich ein verletzter Pirat wäre. Na gut, ich würde mich nicht verstecken vor dem Arzt. Der sieht nicht verletzt aus. Aber guck mal da. Zack. Da ist was. Orangenes. Die sehen alle nicht nach verletzten Piraten aus. Aber vielleicht wissen die ja, wo der ist. Reden wir einfach mal mit ein paar Leuten. Ein paar andere Piraten streiten sich hinter diesem Gebäude. Da ist ein Typ, der verletzt ist. Aber weißt du, ich würde mich da lieber nicht einmischen.
Danke für den Hinweis. Aha, hier sind wir wohl richtig. Bist du in Ordnung? Oh, das tut weh. Halt durch, ich bringe Chopper sofort her. Ui. Spar dir das, der Kapitän. Ui. Hm? Vergiss ihn, er ist mir nicht mehr von Nutzen. Du. Waffi. Chopper, beeil dich und behandle ihn. Na klar, auf der Sunny sollte ich ihn besser versorgen können, also bringe ich ihn zuerst dorthin. Ich werde dir helfen. Was ist hier los? Die kleine Anführerin hilft einem schrecklichen Piraten? Also soll ich jemanden, der verletzt ist, einfach im Stich lassen? Ganz sicher nicht. Der Kleine hat sich das Ganze selbst zuzuschreiben. Hätte er die Schuld für den Angriff auf die Stadt nur nicht auf sich genommen, dann hätte die Marine niemals vermutet, dass ich dahinter stecke. Jetzt hast du es geschafft. Wenn du ihm so dringend helfen möchtest, kannst du ihm in der Hölle Gesellschaft leisten. Darum werde ich Piraten nie verstehen. Also wirst du ein Mitglied deiner Crew einfach so im Stich lassen? Hast du ein Problem damit? Ein Crewmitglied, das seinen Kapitän in Gefahr bringt, ist nichts weiter als ein nutzloses Werkzeug und verdient es, weggeworfen zu werden. Ah, da hat der Waffi aber ganz andere Ansichten, ne? Ich habe genug gehört. Du bist nicht als Kapitän geeignet. Waffi, du? Wer hat dir erlaubt, mir zu widersprechen? Also gut, ich werde dir zeigen, was passiert, wenn du mir gegenüber den Mund zu voll nimmst. Also scheint das unser erster Bosskampf zu sein. Drücke X zum Wechseln des Modus. Der Observationshaki-Modus blau bietet schnelle Angriffsfolgen. Durch E wirst du flink, Soru. Der Rüstungshaki-Modus rot bietet Angriffe mit großer Reichweite. Durch E erleidest du weniger Schaden. Okay. Drücke im Rüstungshaki-Modus E, um deinen Körper härter zu machen, um weniger Schaden zu erleiden. Die Härtung endet allerdings automatisch, nachdem du eine gewisse Menge an Schaden erlitten hast. Und macht dich außerdem langsamer. Okay. Oh yeah. Oh je. Erstmal würde ich die hier gerne ausschalten. Boah, nice Waffi. Oh, Vorsicht, shit. Falsche Richtung. Hinter dir, Waffi. Oha. Komm schon, einmal noch so. Jetzt liegt er da so halb in der Wand drin. Mist, du bist zäh. Los. Sieht aus, als wären Chopper und John entkommen. Dann gehe ich wohl zu Sunny zurück. Drücke X, um den Modus wieder zu wechseln. Nutze die Vorteile der einzelnen Modi, um alle Situationen zu meistern. Jeder Modus bietet andere Fertigkeiten, also lerne und nutze Fertigkeiten, die am besten zu deinem Spielstil passen. Okay, wartet mal. Haben wir jetzt also auch hier was, ne? Erhöht Waffis Angriff. Gum Gum Bazooka. 65 Punkte, ne? Haben wir die schon? Haben wir noch nicht. P-Kosten. Ach so, 100, 100. Ich habe 65. Okay, verstehe. Okay, okay. Alles klar. So. Dann einmal zur Sunny zurück. Ja. So wird das nicht so schnell was. Ich mag es, dass es hier kein Fallschaden gibt und dass sich das Leben von Ruffy wieder automatisch regeneriert. Das sind so Features, die mag ich sehr. Chopper! Wie geht es ihm, Chopper? Er ist über dem Berg, allerdings muss er noch eine Zeit lang weiter behandelt werden. Tut mir leid, dass du wegen mir Abschaum so viel Ärger hattest. Ich bin ein Arzt, ich kann jemanden, der verletzt ist, nicht einfach im Stich lassen. Mach dir keine Sorgen darüber. Wenn Chopper sagt, dass er dich wieder in Ordnung bringt, dann macht er das auch. Danke. Ich weiß nicht, wie ich meine Schuld euch gegenüber jemals begleichen soll. Deine Schuld begleichen? Wie wär's mit Fleisch? Wir haben keine Zeit zum Futtern.
Schätze, du hast recht. Du weißt nicht zufällig, wo der Rest unserer Crew ist, oder? Ja. Deine Crew? Ich fürchte nicht. Aber ich hab gehört, dass sich bei der Jadebrücke ein Teufelsfruchtnutzer rumtreiben soll. Mhm. Ein Teufelsfruchtnutzer? Vielleicht ist das ja Robin. Ja, Chopper. Pass auf die Sunny auf. Ich sehe mich mal bei der Jadebrücke um. Wo ist die denn? Nee. Also, Herr Ruffy. Ruffy reicht. Was ist denn? Luffy. Naja, Ruffy. Die Jadebrücke befindet sich nördlich von hier. Aber die Marine hat dort einen Kontrollpunkt eingerichtet. Also könnte der Teufelsfruchtnutzer ein Matrose sein. Das wird gefährlich für dich. Bist du sicher, dass du trotzdem hingehen willst? Natürlich, ich muss meine Crew finden. Verstehe. Sie sind dir wirklich wichtig, nicht wahr? Luffy! Hier, Ruffy. Nimm diese Baby-Teleschnecke mit. Ruf mich an, wenn du etwas brauchst. Verstanden, okay. Bis später. Hey, das hier solltest du mitnehmen. Das nützt dir vielleicht noch. Du kannst alle Ausrüstung anlegen oder entfernen, die im Spielmenü unter Ausrüstung aufgeführt ist. Ausrüstung kann Ruffys Werte erheblich steigern. Nice. Können wir die nur finden und oder auch selber herstellen? Lass uns etwas ausrüsten. Die Werte ausgewählter Ausrüstung werden unten links angezeigt. Wähle mit der Taste zunächst ein anzulegendes Item aus. Aufregungsabzeichen. Drücke im nächsten Ausrüstungsplatz Leertaste, um das Item auszurüsten. Mit Fertigkeiten kannst du bis zu 3 weitere Plätze erhalten. Du hast das Item jetzt ausgerüstet. Ruffys Werte werden unten rechts angezeigt. Drücke Escape, um das Ausrüstungsmenü zu schließen. Okay, warte, nochmal kurz gucken. Also wenn ich hier drauf gehe... Ach, anhand der Sterne oder was? Wenn ich jetzt Entfernen mache... Entfernen nicht möglich. Okay, dann nicht. Spiel sagt nein. Na gut. Auf die Sunny klettern wir natürlich auch irgendwann nochmal rauf. Das ist ja klar. Er ist ein bisschen ungewohnt, dass er dann nur so... Boah, Alter. Nur so weite Kurven nimmt. So, dann werden wir mal... Oh, ab zur Jadebrücke. Gucken wir mal, wo wir hier lang kommen. Da geht's ja offensichtlich schon wieder raus. Okay. Ach, da. Okay, dann müssen wir doch wieder hier hoch. Ah, das schafft er nicht. Nanu. Oh je. Test, Test. Ja, warte, Chopper, hab grad ein bisschen zu tun. Ja, ich habe jetzt nichts mitbekommen, Chopper. Vielleicht rufst du mich einfach nochmal an. Ah, schafft er nicht. Okay, wir gehen wieder hier rum. Dann gehen wir doch hier lang. Ah, da hoch. An so Steinen kann er sich also nicht festhalten, aber wenn dann Holz da ist, schon. Okay. Okay, okay. Da hinten lang. Okay. Hätte ich doch hier lang gekonnt. Na gut. Stück, die werden mich wahrscheinlich wieder angreifen. Dem komme ich ihnen zuvor. Gucken wir mal, was es hier zu sammeln gibt. Oh, da ist noch ein Piratenschiff. Das nicht mehr wirklich funktioniert. Das ist kaputt. Na, na, komm. Braucht ihr gar nicht zu versuchen, Leute. Oh. Ach du Scheiße, was ist das denn für einer? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Alter. Ist doch gut. Okay, unsterblicher Pirat. Ich glaube, ich verziehe mich vielleicht lieber mal. Ich glaube nicht, dass ich das schon schaffe irgendwie. Da sind wir wieder in Saphirstadt. Kommen wir hier raus? Ja. So weit oben. Okay, also hier links dem Weg folgen dann. Ach komm, Leute. Wollt ihr echt nochmal? Ich skipp die jetzt einfach mal. Hab ich hier was verpasst? Ach, hier. Okay. Oh je. Okay, das war wohl zu weit. Oh. Da kann ich mich aber nicht ranziehen, ne? Erstmal looten hier. Ja, vorbei. Wegen dem Gras nichts gesehen. Okay, erstmal hoch hier. Kommen wir da hoch? Ah, ne, also hier nicht. Können wir auch nirgendwo hochhangeln, ne? Na gut. Dann gehen wir erstmal weiter. Da. Nice. Das war ein cooler Move. Ladebrücke. Hier runter also und dann weiter hoch. Frag mich, ob ich echt überall einfach runterspringen kann. Dahin? Also klar, da ist das. Oh, okay, dann hier runter. Vorbei. Na gut. Wir wollten es ja nicht anders, würde ich sagen. Kommen wir hier rein? Nicht so aus, ne? Nee. Hier ist auch nichts. Doch, hier oben. Weiter geht's. Ich hoffe, dass mit dem Soru das geht irgendwann mal weiter als nur so ein 2 Meter. Wäre ganz cool. Kann ich die einfach so aufmachen? Oder was? Ach, krass, da bin ich ja schon echt an einigen vorbei. Ich dachte, ich bräuchte Schlüssel dafür. Na gut. Ja, dann muss ich wahrscheinlich da hoch, ne? Machen wir vielleicht ein andermal. Hier ist die Jadebrücke. Sieht so aus, als gäbe es hier auch Wachen. Also gut. Nur damit du es weißt, mach bloß kein Geräusch. Es wäre gefährlich, falls jemand geschnappt wird. Wirklich? Mann, was mache ich denn jetzt? Tu so, als ob du ein Spion wärst. Gibt es dort irgendwas, das du als Versteck nutzen kannst? Ein Spion? Das hört sich nach jeder Menge Spaß an.
Das probiere ich aus. Drück. Ah, da kommt Snake-Vibes, ey. Hoch. Drücke zum Verstecken die R-Taste neben einem Fass. Du kannst dich mit WASD bewegen, wenn du versteckt bist. Bewegst du dich aber nicht, können dich Gegner noch schwerer finden. Wenn du dich in einem Fass versteckst, kannst du mit R herausspringen. Dabei überraschst du Gegner in der Nähe und du kannst sie leichter ausschalten. Mit dir darin zerbricht das Fass langsam. Irgendwann fällt es automatisch auseinander. Halten wir uns mal das Fass hier. Sehe ich, wann das zerfällt? Habt ihr nicht gesehen? Hallo? Hallo? Ja, jetzt musst du auch noch mal kommen. Nicht mal als einfaches Fass hat man hier seine Ruhe. Verschwinden die auch mal wieder? Oder bleiben die jetzt die ganze Zeit hier so stehen? Was passiert, wenn ich mich jetzt einfach bewege? Ah, okay. Okay. Ah, jetzt geht's schon langsam kaputt. Da hoch? Hier wahrscheinlich. Okay. Wie sich anfühlt, als wäre jemand dahinter. Muss ich wohl einfach alle Türen überprüfen. Ja, geil. Hier ist niemand. Aber hier ist niemand, ne? Da unten ist jemand Grünes. Als ob hier in so einem Kontrollpunkt einfach niemand ist. Ja, bleib unten. Hier war das, glaube ich, ne? Warum lässt sich diese Tür hier nicht öffnen? Ich habe gehört, dass ein Flüchtiger auf dem Weg hierher ist, aber mit dir hatte ich sicher nicht gerechnet. Smoker. Oh je. Der ist ja auch im Anime richtig stark geworden, ne? Glaube ich. Du tauchst auch überall auf, wo es Ärger gibt. Was, Strot? Smoky, das ist doch jetzt wieder typisch. Bist du auf der Teufelsfruchtnutzer? Bist du der Teufelsfruchtnutzer auf der Brücke? Jetzt tu mal nicht so, als ob wir Freunde wären. Auf Punk Hazard habe ich dich vielleicht laufen lassen. Aber ich bin ein Marinesoldat und du bist ein Pirat. Wir sind natürliche Feinde und du tätest gut daran, das nicht zu vergessen. Heute ist der Tag, an dem ich dich endlich deiner gerechten Strafe zuführe. Gut, dann halte ich mich auch nicht mehr zurück. Erstmal den Modus wechseln. Verursache und erleide Schaden um Tension, gelber Balken unter dem Gesundheitsbalken aufzufüllen. Nutzbar für Spezialangriffe. Nichts tun verringert Tension. Halte Q gedrückt und drücke dann die entsprechende andere Taste, um Spezialangriffe auszuführen. Die entsprechende andere Taste. Wenn du Gegner markiert hast,
kannst du dich mit Num 4 und Num 6 auf einen einzelnen Gegner festlegen. Anschließend kannst du durch Drücken von Num 5 bestimmen, dass die Kamera diesen Gegner im Fokus behält. Halte Num 5 gedrückt, um den Fokus zu deaktivieren. Mal die hier erledigen. So, oh, und dann. So, Vorsicht, Smoker, lass mich mal raus hier aus dem Spiel. Da ist er ausgewichen, du. Waffi, falsche Seite. Komm, lass mal den mal kurz raus hier. Red Hawk. Nice. Ja, was genau das mit diesen Elementen zu tun hat, ne, die sich da auch in meinen Fachen können, frage ich mich auch im Anime. Da bin ich gespannt drauf. Oh Mann, ey. Der smokt hier alles zu, ey. Mit seiner Zigarre. So, jetzt machen wir mal. Was ist das? Verbesserte Wahrnehmung? Okay. Oh, jetzt fängt der so an, ey. Und nochmal. Zack. Das soll es gewesen sein jetzt mit ihm. Erstmal. Du bist ja noch stärker geworden. Also gut, von jetzt an halte ich mich nicht mehr zurück. Klingeling, klingeling. Klack. Ich bin beschäftigt. Was ist denn? Ich arbeite gerade. In Ordnung, ich bin gleich da. Das war der Boss, du hast das Glück. Du bist aus dem Schneider für dieses Mal. Boss? Du meinst Jan? Wer ist das? Ich rede vom Gefängnisleiter. Auf dieser Insel ist das Wort des Gefängnisleiters das Gesetz. Du bleibst doch hier auf der Insel, richtig, Stroh? Also nehme ich dich einfach fest, nachdem ich mich um das hier gekümmert habe. Vergiss es, ich lass mich nicht festnehmen. Das denkst du. Waffi, was ist los? Geht es dir gut? Keine Sorge, mir geht's gut. Ich bin Smokey begegnet, aber er wurde von einem hohen Tier weggerufen. So ein Glück, obwohl das komisch ist. Ich kann nicht glauben, dass er einfach so geht, ohne zu versuchen, dich festzunehmen. Was machen wir jetzt? Wir haben keine weiteren Hinweise darauf, wo die anderen sein könnten. Hm, Chopper, könnte ich kurz mal an die Schnecke? Waffi, kannst du mich hören? Wenn du keine Hinweise mehr hast, versuch es doch in Stahlstadt. Stahlstadt? Wo ist das? Ist die große Stadt östlich von der Brücke. Ich wollte gerade selbst dorthin gehen. Eine große Stadt? Ob es dort wohl Fleisch gibt? Alles klar, dort sehe ich mich mal um. Jo, machen wir auch. Gucken aber vorher einmal. Kurz den Fertigkeitspunkt. 316. Ah, guck mal, was wir jetzt alles machen können. Gum-Gum Eagle Storm. Ermöglicht Gum-Gum Eagle Storm, um einen mächtigen mobilen Angriff auszuführen. Erfordert 2 Tension-Einheiten. Gum-Gum Wet Hawk. Erhöht den Schaden, okay. Die Elefanten-Gatling. Okay. Gucken wir mal, was. Oh, das ist so viel, ey. Ermöglicht die erstmal die normale Gum-Gum-Gatling. Waffis Angriff in Observations-Haki-Modus. Gibt bestimmt auch für genau im Rüstungs-Haki-Modus. Die Gum-Gum-Bazooka. Perfektes Ausweichen. Das ist cool. Weiche einen Angriff genau im richtigen Moment aus, um die Zeit zu verlangsamen. Das ist cool. Mehrere Gegner ausschalten. Das ist auch cool. Das ist alles so gut, ne? Verringert den Schaden, den gegnerische Fernangriffe im Aversionshaki machen. Möglichst Weitschuss.
Cool. Okay, ich kann mir jetzt hier nicht alles direkt durchschauen. Anschauen. Erhöht das Bewegungstempo. Erhöht das Regenerationstempo. Aufladungsschuss. Erhöht die Menge der erhaltenen Tension. Das ist eigentlich ganz gut. Geht das auch ganz cool, ja. Erhöht die Haltbarkeit von Panzerhärtung. Ermöglicht Multischuss. Ah, cool. Das ist alles so gut. Das ist cool. Bei 200 kostet das, ne? Dann machen wir vielleicht einmal das hier. Und vielleicht einmal das hier schon mal. Okay. Schauen wir mal, wo wir hin. Hier lang, hier lang, hier lang, hier lang, dort lang. Wie den ganzen We Okay. Sind das hier so Schnellreisepunkte wahrscheinlich, oder? Ja, Schnellreise. Okay. Sehen, ob wir hier irgendwie durchkommen. Kommen wir hier irgendwie rüber? Da. Oh. Da sollte ich nicht direkt runterspringen. Erstmal hier hoch. Keine Gegner? What? So, ja. Die Kamera dreht sich mal automatisch, um jetzt zu zeigen, wo es hingeht, ey. Na gut. Ah, das sind, ach, das sind Quests, okay. Hallo, ja. Schauen wir mal, was hier gibt. Ich möchte ein paar Accessoires herstellen, aber mir fehlt einiges an Material. Würdest du wohl zwei kleine Muscheln für mich suchen? Eigentlich hole ich sie mir immer selbst am Strand oder im Hafen, aber da traue ich mich wegen all der Piraten, die da rumschleichen, nicht mehr hin. Wenn du mir die Muscheln bringst, gebe ich dir dafür einen Gürtel, der auf wundersame Weise deine Verteidigung stärkt. Okay. Ja, haben wir doch, ne? Hast du, worum ich dich gebeten habe? Ja, haben wir. Hier, bitte. Danke, jetzt kann ich noch mehr Accessoires erstellen. Hier ist die Ausrüstung, die ich versprochen habe. Ja, cool. Überlebensgürtel. Okay.